Mein Name ist Jakob und ich begrüße euch ganz herzlich bei Kunstklick. Schaut euch mal dieses Bild an. Das trägt den Titel Jonas und der Wal. Aber sieht so wirklich ein Wal aus? Das ist doch eher ein Wassermonster oder ein Drache mit Flossen. Da ist vor 400 Jahren mit dem Maler Pieter Lastmann die Fantasie wohl ein bisschen durchgegangen. Die Geschichte von Jonas und dem Wal kommt aus der Bibel. Und zwar soll Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Wals verbracht haben. Verrückte Geschichte. Hier seht ihr Jonas in dem Moment, wo der Wal ihn wieder ausspuckt. Perfekt ausgeleuchtet und kurz davor auszurutschen. 3 Tage in einem Wal wohnen, das ist ein sehr spezielles Hotel. Ich würde es mir in meinem Wal auf jeden Fall so einrichten. Hier ein Bett, hier ein Tisch mit Stühlen und hier eine Wasserrutsche. Ja, ich bin 32 und liebe Wasserrutschen. Aber in einem Wal ist ja auch viel Platz. Ein Blauwal zum Beispiel wird bis zu 33 Meter lang. Das ist das größte Tier der Erde. Das Bild allerdings ist nicht sehr groß. Das ist sogar kleiner als eine Fußmatte. Also, großer Fisch, kleines Bild. Die Größe des Bildes kommt übrigens daher, dass es ursprünglich als Ladenschild gedacht war. Für das Haus eines Kaufmanns in Amsterdam. Und dieses Haus hieß Jonas. So schließt sich der Kreis. Wollen wir hoffen, dass es in dem Laden trockener war als auf dem Bild und man nicht 3 Tage da drin bleiben musste.